Hi Leute, hier ist der Ingo von Sappi to Sally. Ich mache heute zur späten Stunde mal etwas ganz Besonderes. Und zwar ein Reaction-Video auf einen Song und ein Video, was dazu gehört. Der Song heißt Schwarz, Tod, Gold und ist entstanden in Zusammenarbeit von Lord of the Lost, die ich sehr gut kenne. Hallo Jungs, Grüße gehen raus an euch an dieser Stelle. Und Swiss und die anderen. Diese Band ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Dieser Welt. Feier mit Bankiers beim Oktoberfest im Feld. Ein Versprechen an die Arms, kein Versprechen, das man hält. Also rettet euch mal selbst, wenn mein Essensresser fällt. Dann spiel ich mich auf, als wär ich ein Humanist. Doch ich lass dich ertrinken, denn ich scheiß drauf, wer du bist. Ich über alles, deshalb alles nur für mich. Also bleib mal, wo du bist. Erst verfick ich deine Gegend, danach schick ich ein paar Friedenstauben hin. Bin seit dem Unfall vor ein paar Jahren auf dem rechten. Yo, also der erste Eindruck ist, es erinnert mich an Rage Against the Machine. Also dieser Rap-Gesang und die Mucke dazu ist ja sehr in dieser Art. Schauen wir mal weiter. Ungeblendet meiner weißen Weste solltet ihr besser nicht vertrauen. Sie ist Illusion, wie die Gleichberechtigung von Frauen. Schwarz. Alte weiße Männer in der Chefetage. Rot. Alle meine Gangster fahren S-Klasse. Gold. Moral in meiner Welt nur eine Geldfrage. Alles gut, solange ich alles für mich selbst habe. Yeah. Schwarz, Rot, Gold sind meine Farben. Auch Chris singt Deutsch. Also bis jetzt kenne ich Lord of the Lost nur mit englischen Texten. Es sei denn, er war mal Gast bei uns, dann hat er auch mal was Deutsches geschautet auf unserer letzten Platte zum Beispiel. Und mit diesem deutschen Text ist man genötigt, auch zuzuhören. Und es scheinen da sehr krasse Themen angerissen zu werden. Die prasseln praktisch auf einen ein. Ich habe da gehört was von Waffenhandel, Frauenfeindlichkeit, Lobbyismus und Vetternwirtschaft. In der Politik und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Schwarz, Tod, Gold! Schwarz, Tod, Gold! Schwarz, Tod, Gold! I don't give a fuck about your fool! Schwarz, Tod, Gold! Schwarz, Tod, Gold! Ich kauf mir dein Land, krieg Applaus von den Banken. Meine Gs sind Industrie, so wie Autofabrikanten. Man braucht diese Bekannten, denn du weißt ja selbst. Deine Hand wäscht die andere und beide zusammen das Geld. Mit Pokerface und Wodka decke ich mein Netz wie ein Torwart. Ich regel den Verkehr und Bruder rechts hat hier Vorfahrt. Du Hundesohn, mach nicht auf gut, Mensch. Ich lasse Immigranten knechten für einen Hungerlohn. Familientradition, die anderen haben kein Talent. Ich will die Erdkugel gehüllt sehen in die Farben meiner Gang. Die Krone auf und ich hol mir mein Hack. Das bedeutet, gib die Hälfte von der Kohle, die du machst, ja. Alte weiße Männer in der Chefetage. Alle meine Gangster fahren S-Klasse. Moral in meiner Welt nur eine Geldfrage. Alles gut, solange ich alles für mich selbst habe. Yeah. Schwarz, Rot, Gold sind meine Farben. Farben irgendwann auf meinem Grab. Eure Wunden, eure Narben, euer Blut für schwarze Zahlen und goldene Nägel für mein Sarg. Schwarz, Rot, Gold! Schwarz, Rot, Gold!
Ja, und Donald Trump fickt die Scheine zusammen. Ja, das ist ein krasser Song, ein krasses Video dazu. Also die Themen prasseln gerade so auf einen ein und die Bilder, dass man erstmal gar nicht so recht weiß, wo man zuerst hingucken soll und lässt einen ein wenig verstört und nachdenklich zurück. Es gibt ja ein Problem bei solchen Dingen. Also wenn man so ambitionierte Texte in Rockmusik verpackt. Ein Rocksong ist normal, weiß ich, 3,5 Minuten, vielleicht 4 Minuten lang. Und dort diesen Themen gerecht zu werden, ist recht schwierig. Wenn Rockmusiker, Musiker sind keine Politiker. Und die kriegen sie aber gut hin, die Lottels. Und Swiss und die anderen, Chapeau. Übrigens, Swiss und die anderen, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Also offensichtlich scheinen das coole Leute zu sein. Ja. Und es regt sehr zum Nachdenken an. Ein Bild, was ich sofort bei mir vor Augen hatte, waren diese Kindersoldaten im Kongo mit einem deutschen Maschinengewehr. So viel fällt mir ja zum Waffenhandel ein. Aber es gibt so viele Aspekte in diesem Video, dass man sich das mindestens 10-mal angucken sollte, um die einzelnen Bilder und die Themen genau sich klar zu machen und darüber nachzudenken. Und ich hoffe, dass es auch andere Leute, die sich das Video anschauen, zum Nachdenken anregt. Und das war sicherlich auch die Intention von den Lottels und von Swiss und die anderen, so einen Song zu machen. Die Leute zum Nachdenken bringen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Song 1 Million Likes und Klicks auf YouTube kriegt und sich das viele Leute angucken. Und damit ist die Scheiße natürlich nicht aus der Welt. Ganz sicher nicht, aber es ist ein Anfang und ja, ich finde es super. Super umgesetzt. Zur Musik nochmal, also der deutsche Rapgesang finde ich großartig. Sowas kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, ja. Aber das ist sehr gut gemacht, gefällt mir. Video gefällt mir, Song gefällt mir, super Refrain. In diesem Sinne, euer Ingo.